Salvete, cari Discipuli, hier ist euer Lateintutor Radetzky. Heute geht es nochmal um den Genitivus Possessivus bei Esse. Kennen solltest du bereits den Genitiv zur Angabe des eigentlichen Besitzverhältnisses, den Possessivus. Esse solltest du in den Tempora Indikativ konjugieren können. Hier hast du mal ein anspruchsvolles Beispiel für den possessiven Gebrauch des Genitivs bei Esse. Häufig steht er auch bei Fieri und Haberi in ähnlicher Bedeutung. Im Deutschen kannst du dir für die Übersetzung die Basisformel merken: Eigentum sein von. Hier das Beispiel: Omnia quae mulieris fuerunt viri fiunt. So können wir übersetzen: Alles, was der Frau gehört hat, wird Eigentum des Mannes. Fiunt kommt von Fieri, Fiu und bedeutet werden. Fiunt ist die dritte Person Plural Indikativ Präsens. Mit Genitivus Possessivus meint es hier Eigentum werden. Die Possessivkonstruktionen unterstreiche ich rot. Einmal mit Esse? Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com